Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema diskrete Zufallsvariablen, in dem wir uns zunächst einmal die Definition und die wichtigsten Eigenschaften von diesen diskreten Zufallsvariablen anschauen. Das sind also Zufallsvariablen, Zahlen, die dem Ausgang eines Zufallsvorgangs zugeordnet werden, wo es diskret viele mögliche Ausgänge gibt. Ein klassisches, wenn auch etwas seltsames Beispiel dafür sehen wir hier das sogenannte Benford-Gesetz. Besser wäre wahrscheinlich der Name Benford-Verteilung. Gesetzt hat man früher auch zu Wahrscheinlichkeitsverteilung gesagt. Da geht es darum, mit welcher Wahrscheinlichkeit kommen bestimmte Anfangsziffern von Zahlen vor. Und die Mathematiker Simon Newcomb und nach ihm Frank Benford haben die Entdeckung gemacht, dass die in Texten nicht gleich häufig vorkommen. Wenn ich mir also zum Beispiel eine Zeitungsausgabe vornehme und mir anschaue, mit welcher Ziffer fangen denn die Zahlen an, die dort vorkommen, dann kann das sein mit 1, 2, 3, 4 und so weiter. Ja, und diese Zahlen können eine Jahreszahl sein, die Anzahl Teilnehmerinnen auf einer Demonstration, die Anzahl Tage bis zu einem sportlichen Großereignis oder was auch immer. Also ganz viele mögliche unterschiedliche Zahlen und ich schaue mir nur die Anfangsziffer an. Dann ist klar, dass die möglichen Ausgänge dieser Zufallsvariablen die Zahlen 1 bis 9 sind, also nur diskret viele, und zwar auch endlich viele, die kann ich alle auflisten. Und wie wir uns dann in einem nachfolgenden Video noch anschauen werden, ist es etwas überraschend, dass die Anfangsziffer 1 sehr viel häufiger vorkommt als 2, häufiger als 3 und so weiter, und dass diese Anfangsziffern nicht etwa gleich häufig sind, wenn man sich typische Texte anschaut. Aber dazu in einem anderen Video mehr. Ein zweites einfaches Beispiel für diskrete Zufallsvariablen ist das Zählen von Häufigkeiten von bestimmten Ereignissen. Versicherungen zum Beispiel interessieren sich für die Häufigkeiten, mit denen bestimmte Arten von Schadensfällen in einem bestimmten Zeitraum und einer bestimmten Region auftreten. Also zum Beispiel die Anzahl Erdbeben in einem Jahr, die Anzahl schwerer Unwetter in einem Jahr in Innsbruck und so weiter. Und diese Zufallsvariablen, die ich hier mal mit x und y bezeichnet habe, von denen wissen wir, die können die Werte 0 annehmen, kein Erdbeben im letzten Jahr, 1 oder 2 oder 3 und so weiter und so fort. Und der Wertebereich ist dabei nicht nach oben begrenzt. Es ist zwar schon klar, dass es in Innsbruck in einem Jahr nicht 5 Millionen Erdbeben geben wird, aber wir können nicht strikt irgendwo eine harte obere Grenze einziehen. Also egal, was die Anzahl Unwetter ist, eins mehr kann auch immer noch möglich sein oder zwei. Also man kann nirgendwo eine harte obere Grenze ziehen. Das heißt, auch hier haben wir jetzt diskret viele mögliche Werte, die diese Zufallsvariablen annehmen können, aber der Wertebereich ist nicht begrenzt. Man spricht da auch von abzählbar unendlich vielen Werten. Und das fassen wir jetzt in folgender Definition von diskreten Zufallsvariablen zusammen. Also eine Zufallsvariable x heißt diskret, wenn sie nur endlich oder abzählbar unendlich viele Werte x1, x2 und so weiter annehmen kann. Und die Menge der Werte, die angenommen werden können, sagt man auch, das ist die Wertemenge oder der Träger dieser Zufallsvariable. Und auf diesem Träger kann man dann eine Funktion definieren, die sogenannte Wahrscheinlichkeitsfunktion. Und zwar ordnet die den Ausgängen einer diskreten Zufallsvariable eine Wahrscheinlichkeit zu. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable x einen bestimmten Wert klein xi oder hier klein x1 annimmt. Für die Unwetter hieße das zum Beispiel, dass wir eine Funktion brauchen, mit der wir sagen können, mit welcher Wahrscheinlichkeit bekommen wir denn 0 Unwetter in einem gegebenen Jahr und mit welcher Wahrscheinlichkeit bekommen wir ein Unwetter und so weiter und so fort. Ja, und diese Funktion f,
die also jedem möglichen Ausgang eine bestimmte Wahrscheinlichkeit zuordnet. Die nennt man deswegen auch Wahrscheinlichkeitsfunktion. In einem einfachen Fall, wir nehmen hier wieder unser klassisches Beispiel, den Wurf einer fairen Münze her, kann man das am besten, kann man diese Funktion am besten hinschreiben, indem man sich da eine Auflistung oder Tabelle anschaut. Also für den fairen Münzwurf ist es so, wenn wir die Anzahl Zahl zählen mit unserer Zufallsvariablen x, dann gibt es zwei mögliche Ausgänge, x gleich 0 oder x gleich 1. Und jeder von diesen beiden Ausgängen hat die Wahrscheinlichkeit 1,5 oder 0,5. Und die Funktion f von x nimmt deshalb also den Wert 1,5 für x gleich 0 an, 1,5 für x gleich 1 und 0 überall sonst. Wenn ich mir die Funktion also aufmale, dann schaut die so aus, dass wir da zweimal den Wert 1,5 haben und ansonsten nur den Wert 0. Ist natürlich jetzt keine besonders spannende Funktion, aber ist die, die wir für diese einfache Zufallsvariable hier brauchen. Und das Gleiche könnte man natürlich auch durch eine Tabelle angeben, wo wir die möglichen Ausgänge und die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten eintragen. Und für diesen einfachen Fall bringt uns jetzt die Zufallsvariable mit ihrer Wahrscheinlichkeitsfunktion keinen besonders großen Vorteil. Wir hätten vorher geschrieben, was ist das Ereignis A, das hätte sein können Kopf oder Zahl. Und dann hätten wir hier eintragen können die Wahrscheinlichkeit von A und die wäre hier gewesen 1,5 und 1,5. Also diese Wahrscheinlichkeitstabelle und dann die zugehörige Zufallsvariable mit Wahrscheinlichkeitsfunktion sieht genau gleich aus, bringt uns noch keinen Vorteil. Wie wir aber dann in nachfolgenden Videos sehen werden, ist es häufig so, dass wir für diese Wahrscheinlichkeitsfunktion wirklich eine Funktion hinschreiben können. Also zum Beispiel irgendwas, was mit einer E-Funktion oder einem Logarithmus gebildet wird, so dass wir auch mit diesen Wahrscheinlichkeiten dann hinterher weiterrechnen können. Und das werden wir uns dann in den nachfolgenden Videos noch genauer anschauen.